Was manchmal auf dieser Welt für Dinge passieren, das hältst du im Kopf nicht aus. Ein Gamer, der sich auf Reddit EnoughDance956 nennt, trug in seinem Haus in Torrance, Kalifornien, ein Razer Kraken-Headset, als eine verirrte Kugel durch ein nahegelegenes Fenster flog, von einer Wand abprallte und ihn am Kopf traf. EnoughDance wäre wahrscheinlich getötet oder zumindest schwer verletzt worden, wenn das Headset die Kugel nicht abgelenkt hätte. So kam der Gamer nur mit starken Kopfschmerzen davon. EnoughDance schrieb danach auf Reddit: Ich versuche jemanden bei Razer zu erreichen, um ihnen von ganzem Herzen zu danken. Mittwochmorgen um 10.30 Uhr flog eine verirrte Kugel durch mein Fenster und traf die Razer-Kopfhörer auf meinem Kopf. Wäre das Headset nicht von guter Qualität gewesen, wäre ich mit meinen gerade mal 18 Jahren jetzt ein toter Mann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welchen Schmerz meine Familie und meine Freunde hätten durchmachen müssen. Wenn ich mich nur einen Zentimeter vor- oder zurückbewegt hätte, wäre ich jetzt tot. Auch dem Chief Executive Officer bei Razer kam dieser Vorfall zu Ohren und das Team reagierte darauf. Sie schickten dem Glückspilz ein neues Razer-Headset, um das Beschädigte zu ersetzen. Sie kommentierten ihr Geschenk noch mit: Was für eine irre Story, schön, dass es dir gut geht. EnoughDance schloss den Reddit-Thread mit folgenden Worten: Leute, passt auf euch auf, ihr wisst nicht, wann es Zeit ist zu gehen. Sagt euren Eltern jeden Tag, dass ihr sie liebt. Die verirrte Kugel wurde übrigens zwecks Untersuchung der örtlichen Polizei übergeben. Es gibt unzählige abgefahrene Mods für Metal Gear Solid 5 und wir können allen was abgewinnen. Snake als alter Mann? Passt. Als kriechende Schlange? Passt ja noch besser. Und dann kriegen wir mit, dass ein Modder in The Phantom Pain Venom Snake mit Kermit dem Frosch von den Muppets ersetzt hat. Was ist es bitte, was uns daran so fertig macht? Das ist das Beste, was wir seit langem gesehen haben, weil ausgerechnet der albern doofe Kermit nichts mit dem coolen Snake gemein hat. Kermit wird dank der Mod urplötzlich saugewalttätig und haut seinen Gegner mit einem Bodyslam zu Boden. Er hat sogar ein Sturm- und ein Scharfschützengewehr in denselben Positionen wie Venom Snake, auch wenn sie ein wenig durch seinen Froschkörper schneiden. Dieses Easter Egg aus Dying Light 2 ist erst seit Februar bekannt und Gamer fahren komplett darauf ab. Du kannst im Horrorshooter den geheimen Machtgriff aus Star Wars freischalten. Du läufst also tatsächlich mit den dicksten Eiern im Spiel rum, denn ein angedeuteter Faustgriff in die Richtung deiner Feinde lässt sie in die Luft fliegen und drückt ihnen den Hals zu. Dagegen kommt keiner an. Das ist der originale Würgegriff der Macht von Darth Vader. Das momentan geilste Easter Egg im Spiel. Übrigens musst du ziemlich komische Dinge erledigen, um die Blaupause für diese Fähigkeit zu bekommen. Ihr müsst 5 Gummienten finden und vorher die Hauptstory-Mission Übertragung abgeschlossen und somit die Kontrolle über den Turm wiedererlangt haben. Die Herstellung der Blaupause ist auch noch äußerst teuer und die Haltbarkeit leider nur sehr gering. Das war's schon wieder mit unseren Sonntags-Highlights. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.